Ja, hallo und herzlich willkommen zum Halbfinale Nummer 1, kann man ja wohl eher sagen, denn Portugal-Spanien, die spielen ja vor den Deutschen und die Spanier, die haben fast die Heimstadion in der Ukraine schon gefunden, mal wieder in Donetsk. Die portugiesische Nationalhymne. Und ja, das Duell ist ja für Cristiano Ronaldo fast so wie ein Heimspiel. Die ganzen Spieler kennt er ja alle. Und bei den Portugiesen war man sich jetzt nicht so sicher, ob der Helder Postiga spielen kann. Ich weiß es nicht, also man muss abwarten. Und bei den Spaniern, ja, was? Es ist Top-Besetzung. Es ist Top-Besetzung. Und wir haben uns ja auch heute mal auf die Seite der Spanier geschlagen, denn in den Prognosen haben wir die Spanier ja noch kein einziges Mal gespielt. Rein geht es. Wer zieht ins Finale ein? Portugal oder Spanien? Jetzt werden wir es gleich erfahren. João Pereira. Auf Nani, wieder auf Pereira. Miguel Veloso. Pereira. Meireles. Xavi abgelaufen. David Silva. Torres. Draußen ist Andrés Iniesta. Und Xabi Alonso. Der schickt nochmal Jordi Alba. Jordi Alba auf David Silva. Kopfball. Und den kann Rui Patricio abwehren. Iniesta. Iniesta. Schön auf Jordi Alba. Klasse gechippt. Iniesta. Immer noch Iniesta, aber kommt er nicht dran. Gegen Pep. Jordi Alba. Iniesta, Aktivposten im Moment. Torres. Torres kommt nicht zum Schuss. Meireles. Findet und sucht Helga Postiga und das erfolgreich. Postiga. Für Postiga wäre eine mögliche Option noch Hugo Almeida, der Ex-Bremer, falls Postiga nicht spielen sollte. Bruno Alves. Moutinho. Ronaldo auf Moutinho. Moutinho will schießen, aber kommt da nicht durch, durch das spanische Abwehr. Bollwerk. Iniesta auf Torres. Torres nimmt Busquets mit. Seitenverlagerung von den Spaniern. Silva. Busquets. Torres. Iniesta. Das ist abseits. Richtig erkannt vom Schiri-Assistenten. Knapp, aber korrekt. Freistoß Patricio. Postiga gewinnt das Kopfball. Nani auf Meireles. Meireles verliert das. Und was macht denn die Spanier da? Werden sich nicht einig, Missverständnis. Veloso, Postiga. Postiga, Miguel Veloso. Veloso macht das 1 zu 0 für die Portugiesen. Ja, das wäre ja ein Ding, wenn das so eintreten würde. Veloso und die Führung für Portugal. Das wäre eine dicke, dicke Überraschung. Klasse gespielt und Veloso macht das gekonnt. Legt den Ball an Casillas vorbei ins Netz. 1 zu 0 für Portugal. Das wäre echt kurios. Ramos auf Busquets. Xavi. Arbeloa. Arbeloa will ihn mal reinbringen. Es gibt Ecke. Xavi. Bringt ihn rein. Da ist kein Tor! Da hatte ich schon den Jubel auf den Lippen. Aber da kam er gar nicht zum Kopfball und dann dieser Schuss. Kein Problem dafür, Patricio. Nächste Ecke. Xavi, bringt sie wieder rein. Xavi. Sucht Piqué, findet ihn nicht. Kommt wieder nicht zum Abschluss. Erstmal geklärt, der Portugiesen. Überraschend, überraschend, dass Portugal hier mit 1 zu 0 in Führung liegt.
Und dann so ein katastrophaler Fehlerwurf. Nani macht das schön. Oh, die Portugiesen spielen das jetzt richtig gut aus. Nani aber, ach, ist Jordi Alba. Jordi Alba, den langen Ball auf Silva. Oh, der ist zu weit. Der ist zu weit. Der ist viel zu weit aus. Einwurf Portugal. Moutinho. Schlecht, aber der Schiri hier für die Portugiesen. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Casillas kommt raus. Muss da jetzt wieder in seinen Kasten zurück. Veloso. Glück für Spanien. Aber die Chance ist noch heiß. Die Chance ist immer noch heiß. Ronaldo. Moutinho. Merelles. Nee. Kommt nicht zum Abschluss. Und die Spanier, die machen sich das hier viel zu einfach. Postiga. Wann ist der Ball endlich mal geklärt? Jetzt ist er geklärt. Iniesta sucht Torres und findet ihn auch. Xavi. Und Freistoß Spanien. Ablage da. Busquets. Und Merelles klärt. Zum Einwurf. Ein bisschen einfallslos, diese Variante. War nicht wirklich gefährlich. Jordi Alba. Jordi Alba. Torres. Spanien spielt das Ganze zulässig. Deswegen führt Portugal auch verdient hier mit 1-0, weil Portugal mehr in das Spiel investiert. Und Freistoß für Portugal. Pereira. Oh, der war schlecht. Der war sehr, sehr schlecht, der Freistoß. Iniesta. Und dann katastrophaler Ball. Das passiert Iniesta eigentlich relativ selten. Und dann dieser Ballverlust. Und jetzt ist Torres auf dem Wege, das Ding zu machen. Er legt Mannschaft ziemlich rüber und Spanien gleicht aus. Durch Xavi. Ein ganz katastrophaler Fehlpass in der Abwehr der Portugiesen führt zu diesem Gegentreffer und Spanien lässt sich natürlich das nicht nehmen. Torres kann es selber, man legt dann lieber klasse nochmal rüber und Xavi macht den Ball rein. 1-1. Das sind die Portugiesen selber schuld, sie hätten diese Halbzeitführung mitnehmen können. Und jetzt steht es 1-1. 3 Minuten gibt es oben drauf. Ronaldo. Ronaldo, was ein Traumpass. Moutinho. Und dann Nachschuss. Ronaldo daneben. Was ein Geniestreich von Cristiano Ronaldo da. Auf Moutinho. Klasse durchgesteckt. Aber dann Casillas rettet. Beziehungsweise verhindert Schlimmeres. Damit bleibt es bei dem 1-1. Einwurf Spanien nochmal. Torres. Torres. Schussversuch und Patricio, klasse. Aus dem Einwurf resultiert diese Chance. Da dreht sich Torres klasse von Pep weg. Und dann der stramme Schuss auf Patricio. Auf Trab. Xavi. Bringt die Ecke rein. Das Ramos! Und das ist die Führung. Man glaubt es nicht. Sergio Ramos mit dem 2-1 für die Spanier. Die Portugiesen vergeben innerhalb kürzester Zeit ihre Führung. Was für bittere 5 Minuten, die sie da gerade erlebt haben. Und jetzt liegen die Portugiesen sogar hinten. Veloso, Pereira, Moutinho auf Merelles. Merelles sieht nochmal Veloso außen. Veloso. Der sieht Merelles, aber das ist Casillas und das dürfte es dann jetzt auch gewesen sein. So sieht's aus. Spanien geht mit einer 2-1-Führung in die Pause. Xavi egalisiert in der 44. Minute den Treffer von Veloso und Ramos köpft die Führung nach Eckball. Xavi zum 2-1. Ja, damit sehen wir uns hoffentlich bei einer spannenden zweiten Halbzeit wieder, liebe Freunde. Bis gleich. Wir sind wieder da, Halbzeit 2, Anschluss Spanien über Andres Iniesta. Busquets. David Silva. Torres.
Ballverlust. Noch anzumerken, beide Mannschaften gehen ohne große Veränderungen in die zweite Halbzeit. Alles beim Alten von der Aufstellung her. Nani gewinnt das Duell. Mereles. Immer noch Raúl Mereles. Sieht Nani auf den Außen. Der sieht Postiga. Postiga verliert den Ball. Jetzt könnte es einen spanischen Konter geben. Torres mit dem Außenriss, dieser Ball. Torres, und wen hat er denn da gesehen? Einen imaginären Spanier. Das war ja ein katastrophal verunglückter Ball. Da hätte man durchaus was Besseres rausmachen können. Portugal über Moutinho. Moutinho ist sehr aktiv. Moutinho gegen Busquets. Busquets lässt da den Moutinho weitermachen. Schussversuch und daneben. Keine Gefahr. Und jetzt reagiert Portugal. Auch verständlich. Mereles und Postiga verlassen den Platz für Varela und Hugo Viana. Also Portugal geht jetzt offensiver. Ist auch ganz klar bei Rückstand. Iniesta. Torres. Xavi. Silva. Xavi, klasse, Xavi, was ein Tor. Was ein Tor von Xavi. Wunderbar. 3:1 für Spanien. Das ist die Technik von Xavi. Guckt euch das an. Da lässt er sie alle aus und dann ganz gekonnt in den Winkel gezimmert den Ball zum 3:1 für Spanien. Ist Portugal damit schon stehen K.O.? Es scheint so. Ob sich das Spanien jetzt noch nehmen lässt, das ist hier die Frage. Und jetzt kontert Spanien das sogar. David Silva, uneigennützig ist er da nicht gewesen. Ja, doch, genau das gerade ist er ja gewesen. Schön mal vertan. Hätte einfach überlegen müssen. Weiter geht es. Varela. Verliert den Ball. Piqué. Wieder Konter. Spanien. Jetzt ist Portugal sehr weit offen. Wieder Silva. Jetzt kann er nirgendwo rüberlegen. Silva. Diesmal musste er egoistisch seine Leine schießen, weil da kam ja keiner mit. Und Portugal reagiert ein letztes Mal. Veloso raus. Quaresma rein. Die letzten Offensivkräfte werden hier nochmal freigesetzt, aber ob das noch was wird, das mag ich zu bezweifeln. Arbeloa. Oh, das ist ein Foul. Das ist ein Foulspiel und es gibt völlig zu Recht die gelbe Karte für Quaresma. Gerade mal 2 Minuten in der Partie und sich schon gelb abgeholt. Abgelegt, Alonso! Uff, daneben, knapp daneben. War nicht schlecht, der Schuss. Torres, ja, den Ball kann Silva diesmal nicht erreichen, aber den holt er sich klasse wieder. David Silva. Silva, oh, macht er das technisch erst rein. Torres, daneben. Spanien spielt jetzt mit Portugal Katz und Maus. Die dürfen machen, die dürfen ihre Zusammenspiele wunderbar aufziehen. Und Portugal lässt sie einfach machen. Es sieht dann noch aus, ob Portugal hier nichts mehr entgegenbringen kann. Da müsste jetzt schon mal vielleicht ein Glückstor fallen, was er sich über eine Ecke. Das wäre das, was Portugal jetzt braucht. Ronaldo. Vielleicht geht ja was über so eine Einzelaktion. Ronaldo. Aber nicht mit Piqué. Torres. Iniesta bleibt am Ball. Iniesta sieht Jordi Alba. Flanke rein. Torres kommt nicht zum Abschluss. Und Busquets fasst sich ein Herz. Aber auch der Ball ist drüber.
knappe Viertelstunde noch, inklusive Nachspielzeit. Dann haben wir den ersten Finalisten mit Spanien. Alles andere wäre als Wunder zu bezeichnen. Varela. Varela, Ballverlust an Abeloa. Der sieht David Silva außen. Silva. David Silva. Chippt den Ball rein. Da ist Busquets, aber der Kopfstoß, der ist zu lasch. Kein Problem für Patricio. Portugal jetzt unter Dauerbeschuss hier. Die Spanier nutzen jetzt ihre Offensivkräfte. Oh, sowas könnte auch mal zu einem Tor führen. Casillas und Ramos werden sich da nicht einig. Ramos völlig verunglückter Ball. Und Casillas rettet hier den 3:1 Vorsprung. Sowas braucht Portugal jetzt. So ein Missverständnis bei den Spaniern. Und dann ein 2:3. Und dann ist hier wieder was drin. Aber noch steht es 1:3. Den hat Casillas und jetzt kann Spanien mal wieder kontern. Silva, langer, langer Ball. Ah, das hat Pereira gerochen. Und Iniesta probiert sich da reinzuschmeißen, aber kann das Duell nicht gewinnen. Moutinho. Pep. Pep, was macht er? Hat sich da jetzt in eine prekäre Situation gebracht, weiß nicht, wo er den Ball da hinspielen soll. Pep wird von Piqué gestellt, aber die Flanke kommt. Ramos auf Casillas. Eieieiei. Also dieser Ramos ist ein richtiger Unsicherheitsfaktor heute. Aber ist ja nochmal gut gegangen. 4 Minuten gibt es oben drauf. Das wird nicht mehr reichen. Das wird nicht mehr reichen für die Portugiesen. Bruno Alves. Langer Ball. Quaresma. Quaresma auf Hugo Viana, aber die Spanier aufmerksam. Xabi Alonso auf Andrés Iniesta. Pereira gewinnt den Ball. Und es gibt keinen Freistoß, es ist der Abpfiff. Spanien steht im Finale, wenn es nach dieser Prognose geht. Wir sind gespannt, wie es in Donetsk dann wirklich ausgehen wird. Ob die Portugiesen den Spaniern ein Bein stellen können oder nicht. Die Spanier nehmen das hier relativ gelassen, relativ gekonnt. Wir werden am Mittwoch schlauer sein. Bis dahin noch viel Spaß.